Ja, hallo liebe Leute, heute gibt es endlich mal wieder ein Update von mir. Ich habe mich rar gemacht, ich habe jetzt fast 2 Monate kein Video hochgeladen. Ich wollte, weil ich sowieso ein schlechtes Gewissen habe, schon deswegen mich einfach mal melden bzw. ein Lebenszeichen von mir sehen lassen. Ja, was war los? Grundsätzlich ist es so, dass es eigentlich positiv ist, was mir passiert ist. Nachdem im Frühjahr ja Corona auch mich ziemlich irgendwie wirtschaftlich erwischt hat. In dem Fall war es einfach so, dass ich halt auch 2 Monate fast gar keine Einkünfte hatte. Hat sich das gebessert. Also es ist so, dass ich ja auch diesen Corona-Zuschuss irgendwie tatsächlich erhalten habe, dankenswerterweise. Ist dann allerdings so gewesen, dass sich nach ein paar Monaten doch herausgestellt hat, dass sich vieles ein bisschen relativiert und die Aufträge sind dann halt doch irgendwie wieder reingekommen und ich konnte da einiges wieder aufholen, hatte dann, und das ist so der Grund, weswegen ich es auch in den letzten 2 Monaten fast nichts gefilmt habe oder eigentlich gar nichts gefilmt habe, ich musste dann einfach in 2 Monaten so viel arbeiten, wie ich sonst irgendwie in 5 Monaten arbeite, um das ein Stück weit wieder aufzuholen, was aber, es hat irgendwie ganz gut geklappt, ich habe es irgendwie hingekriegt. Ich habe mich also auch dann tatsächlich dazu entschlossen, aufgrund der verbesserten Lage, das Geld wieder zurückzuzahlen, was ich da irgendwie bekommen habe. Ich weiß nicht, mir war da dann einfach nicht wohl dabei, das zu behalten. Vielleicht hätte ich sowieso irgendwie was zurückzahlen müssen. Vielleicht wäre es auch durchgegangen. Wer weiß, das weiß ja im Moment irgendwie keiner so richtig. Tatsache ist nur irgendwie, dass ich natürlich schon versuche, irgendwie mit meiner Arbeit irgendwie über die Runden zu kommen und nicht irgendwelche Zuschüsse zu verbrauchen. Es ist deswegen so, dass ich halt diese 5.000 Euro, die ich da in dem Fall bekommen habe, irgendwie halt auch erst noch dazu zusätzlich verdienen musste. Und das ist doch schon alles ziemlich stressig gewesen. Also ich hatte da also auch echt eine Menge um die Ohren, eine Menge Kram, der zu machen war, der auch echt ein bisschen anstrengend gewesen ist. Und leider Gottes ist da irgendwie so ein bisschen die Fotografie hinten runtergefallen. Ich habe mal wieder was erlebt, was wahrscheinlich einige von euch irgendwie auch ganz gut kennen. So dieses, manchmal geht es halt einfach nicht. Also man hat halt manchmal einfach keine Zeit, man hat halt manchmal einfach dann auch keinen Nerv, wenn man Zeit hat. Und die berühmte Muße, die man halt doch braucht, um sich mit sowas zu beschäftigen, die fehlte mir dann halt auch einfach in der letzten Zeit. Von daher wenig Fotos von mir. Ich war zwischendurch immerhin ein paar Tage im Urlaub. Wer vielleicht doch meinen Flickr-Account verfolgt, könnt auch gerne da mal gucken. Also ich war noch mal im Tessin und habe da auch fotografiert. Bin aber mit der Bearbeitung von den Bildern also auch irgendwie selbst nach 4 Wochen irgendwie noch nicht fertig. Also noch nicht ansatzweise fertig. Bin da also immer noch am Sortieren und am Stück für Stück durchgehen. Aber jetzt im Moment, kommen ab und zu mal so ein paar Bilder, die ich dann da halt einfach zeige. Zum Filmen bin ich da auch nicht gekommen. Ich war einfach viel zu fertig. Ich hatte einfach keinen Bock, ehrlich gesagt, um es mal so zu sagen. Ich hoffe, ihr fühlt euch dadurch jetzt nicht irgendwie zurückgesetzt. Aber ich habe dann irgendwie gedacht, okay, Wandern und Fotografieren reicht. Und wenn ich da gefilmt hätte, weiß ich sowieso nicht, ob da so oder so was viel mehr rausgekommen wäre. Ich hoffe, in der nächsten Zeit wird es besser. Inzwischen geht es wieder so einigermaßen seinen gewohnten Gang hier bei mir. Und ich hoffe, dass ich da also auch insgesamt Luft und Zeit und vor allen Dingen auch Nerv habe, wieder mal ein Video zu machen. Mal gucken, ich will jetzt also auch eigentlich im August noch mal ein paar Tage wegfahren. Vielleicht komme ich da dann dazu, irgendwie ein schönes Video zu machen, vielleicht auch von der schönen Gegend. So viel für heute, vielen Dank. Auch wenn das jetzt nicht so der Hit ist mit dem Video heute, zugegebenermaßen, gebt mir einen Daumen, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten guckt euch auf dem Kanal ein bisschen um, da gibt es ja doch noch ein bisschen mehr zu entdecken. Und wenn ihr es nicht schon getan habt, freue ich mich natürlich auch über ein Abo. Ansonsten bis bald, macht's gut, tschüss.